Wirklichkeit unserer Menschheit ist. Naja, ohne Kunst gäbe es nur Gewalt und Gewalt muss eingedämmt werden. Und wir sind eben gewalttätige Geschöpfe in dieser Welt, sonst würden wir nicht alle Leute immer umbringen wollen. Und dagegen ist die Kunst sozusagen die Antithese zur These des Menschseins. So meine ich das. Stimmt das, Herr Stelzig? Der Mensch ist ein aggressives Wesen? Nein. Der Mensch hat Aggressionen in sich als Möglichkeit, aber die Ursehnsucht geht woanders hin. Also das ist vollkommen klar. Die Ursehnsucht geht in Richtung Bindung, das geht in Richtung nämlich sichere Bindung, geht in Richtung Begegnung, geht in Richtung Familie. Also Kooperation, wie Bauer sagt, und nicht wie Darwin sagt, genau. Konkurrenz. Ja, aber der Darwin ist ja falsch interpretiert worden. Der Darwin hat durchaus die Kooperation auch in den Mittelpunkt gerückt, aber das ist den Aggressionstrieb und der Konrad Lorenz hat den Aggressionstrieb hervorgestrichen, aber das ist eigentlich nicht das, was den Menschen ausmacht. Also es geht darum, der Mensch wird aggressiv, wenn er entsprechende Dinge erlebt hat, auf die er aggressiv reagiert, aber nicht per se, weil er ein aggressiver Mensch ist. Also dieses ganze Motivationsprinzip, das wir im Körper haben, die Glückshormone, das Dopamin, die Endorphine, das Oxytocin, das was Serotonin, das was Glückszustände bewirkt, wird nicht bewirkt, indem ich dem anderen eine reinhaue, sondern das wird deswegen dann erzeugt, dieses Glücksgefühl, wenn ich mit dem anderen glücklich zusammen bin, wenn ich ihn liebe, weil ich einfach spüre eine Begegnung. Wie schaut es dann mit Testosteron aus? Na, das steht noch auf Sitten, das brauchen wir auch. Na, das Testosteron, stimmt natürlich, das ist ein Hormon, das eher die Aggression fördert. Ja. Aber es ist einfach ein ganz wichtiges Hormon für die Menschheit, sonst würde die Menschheit, glaube ich, nicht mehr geben. Aber ich muss noch ein paar Sachen dazu sagen. Es gibt doch das große Glücksgefühl des Siegers. Das ist doch ein immenses Glücksgefühl. Fußballsieg. Ja. Früher war das halt Kriegssiege. Aber das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, oder so hat es in der Mehrheit. Das stimmt, aber das ist ja nichts Schlimmes, oder? Es ist schon schlimm, weil es auf Kosten von dem anderen geht. Das erzählen uns ja die Perser, dass wir sagen, dass wir uns die andere Seite anschauen sollen, und weil uns dieses Glücksgefühl in die Hybris hineinbringen wird. Aber eo ipso ist es ein unglaubliches Glücksgefühl. Ein Triumph, herrlich. Ich wäre dann nur nicht gerne auf der anderen Seite, aber in dem Moment, oder so, wenn Sie das in der Gruppe erleben, ist das ja fantastisch. Naja, das ist, da kann man den Sport insgesamt sozusagen in Kritik ziehen, weil es wird immer einen Sieger und einen Verlierer geben. Und der Sieger hat natürlich das Glücksgefühl, dass er halt da gewonnen hat. Ja? Da ist ja nichts Unanständiges drinnen. Unanständig oder schwierig wird es dann wirklich, wenn es um destruktive Gewalt geht. Also wenn es um was immer, was jetzt die Perser, Shakespeare, wenn es wirklich um Destruktion geht, da muss man gegensteuern. Und da haben Sie schon recht, das wird deswegen aufgeführt auf der Bühne, damit man sieht, den Zuschauern, so geht es nicht. Es ist ihnen klar, dass das nicht zum Glück führt. Das Problem ist nur, und da bin ich wieder sozusagen als Therapeut aufgerufen, ich bin ein Psychodramatiker. Und Psychodrama heißt therapeutisches Theater, also ein bisschen umgesetzt. Und im therapeutischen Theater nehmen wir nicht an, dass der Mensch schon die Lösung in sich hat. Das ist das Problem. Er geht ins Theater, er geht aber raus und weiß noch nicht, wie es geht, außer er ist schon ziemlich gesund. Ja? Und wenn ich jetzt die Lösung im Spiel anbiete, dann bietet das Psychodrama sozusagen das wahre zweite Mal. Das heißt, wir spielen die Szene, die destruktive Szene im Sinne einer Wunschszene.
Also das hat der Moreno als therapeutischen Trick, er nennt das Surplus Quality, also so die Wunschszene auf die Bühne bringen und das erleben können, der Begegnung, der Umarmung, dieses gemeinsamen Verstehens, dieses, der Versöhnung und so. Das, was wir als große, als großen Drang in uns haben, aber wir gehen nicht unbedingt mit diesem Glücksgefühl aus einem Theaterstück heraus, wo es Mord und Totschlag gegeben hat. Da gehen wir vielleicht mit einer bisschen einer, okay, Belastetheit und so geht es nicht raus, aber die Lösung ist noch nicht drin. Und da meine ich, ist sozusagen die Kunst in der Therapie oder die Kunst in der Psychotherapie drinnen, den Leuten wirklich erlebbar zu machen, was Spiegelneurone, was Begegnung ist, was Einfühlen ist, was dass das für ein Glücksgefühl macht, bestärkt zu werden in meiner Ursehnsucht, ja, in dem, was jetzt so im Raum steht, so humanistische Gedanken genannt. Das ist einfach das, was wir brauchen. Und Sostrate war dafür bekannt, zu sagen, Kunst braucht Geld und nachzuhacken, um mehr Geld für das Landestheater, für was auch immer, zu bekommen, ist es wirklich ein Qualitätsmerkmal, viele Ressourcen zu haben für ein Theater? Also ich finde es richtig, dass die Gesellschaft in Kunst investiert, weil der Profit, also die Umwegrentabilität, wie man das so schön nennt, ja sehr stark gegeben ist. Also ich meine, die Leute, die ins Theater gehen oder die sich Galerien anschauen, nehmen nicht den Stecken und hauen irgendwie jemand gerade, wenn sie rauskommen, über den Schädel. Nein, also meine Erfahrungen sind die, dass es ein Publikums, sagen wir, eine Bewegung gibt im Publikum. Und ich glaube, das hat es auch schon in Griechenland gegeben. Und da saßen immerhin 2.500, 3.000 Leute. Und die sind nach Hause gegangen, haben sich nicht erschlagen. Und daher meine ich, ist Kunst zu Recht ein Subventionsempfänger, weil es unsere Gesellschaft hilft. Also ich meine, bevor wir unser Geld für Waffen ausgeben, ist es besser, wir geben sie für Kultur aus. Weil die Gesellschaft damit gesünder ist, meine ich. Und die Erfahrung habe ich in meinem langen Leben, ich habe 50 Jahre jetzt gearbeitet, habe ich eigentlich gemacht. Also das Geld, was ich bisher kassiert habe, es waren schon einige Millionen, die ich verbraucht habe, aber sinnvoll verbraucht für eine gesellschaftliche Entwicklung. Und damit ist das Geld gut investiert. Punkt. Gibt es den politischen Willen noch, Frau Gucci, in Kunst zu investieren? Man hört, es gibt so viele Subventionskürzungen, gerade im Bereich der Kunst. Ja, also ich kann das jetzt für das Land Salzburg beantworten, wo Kunst und Kultur ein wichtiges Thema auch in der Landespolitik ist. Und als kunstliebender Mensch und jemand, der ein großes Herz für Kunstschaffende hat, würde ich da gerne das Füllhorn ausschütten. Wenn man aber dann in so Aufsichtsratssitzungen sitzt, geht es oft um sehr nüchterne Dinge wie Kollektivverträge und Ähnliches. Und da steckt dann wieder mein soziales Herz, weil man natürlich auch für diesen Bereich sehr viel Geld braucht. Also ich glaube, es ist wichtig, Kunst und Kultur mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Und es ist immer auch eine Frage der Abwägung, wie viel Geld investiert man wo. Weil Ideen gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele. Und es ist für mich jetzt eine ganz spannende Phase, weil ich in vielen verschiedenen Kulturinstitutionen Einblick habe, wie unterschiedlich einerseits die Herangehensweise ist, aber wie zielorientiert dann doch alle Direktoren und Geschäftsführer sind, wenn es darum geht, entsprechend auch zu argumentieren, dass die Finanzen ganz etwas Wichtiges sind. Ich glaube, wir in Salzburg müssen uns nicht verstecken, wir sind hier
hier gut aufgestellt. Mehr geht immer, das ist ganz klar. Aber ich möchte jetzt noch einmal auch eine Lanze für diese kleinen Kulturinitiativen brechen, für die Kulturinitiativen am Land, für die Volkskultur. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz wesentlich sind für unsere Gesellschaft und wo man auch nicht vergessen darf, dass auch hier notwendige finanzielle Ausstattung notwendig ist. Vielen Dank. Es gibt jetzt eine Frage und das ist quasi auch die Überleitung zu den persönlichen Gesprächen fast schon, die jetzt noch möglich sind. Bitte, der Herr. Ja, mein Name ist Thomas Adauer, ich bin Psychoanalytiker in Salzburg und ich bin sehr interessiert an dieser sehr breit gefassten Diskussion, die viele Aspekte jetzt angerissen hat. Ein paar Gedankensplitter nur vielleicht. Meinerseits, ich denke von einer Theorie zum Menschen möchte ich dem Manfred Stelz sich leicht widersprechen. Ich glaube schon, dass man die Begrifflichkeit der Aggression auch als Grundkonstante im Leben tolerieren könnte. Ich würde sie eher begrifflich so differenzieren, dass ich sagen würde, die Aggression ist automatisch gegeben in uns. Es ist nur die Frage der Kanalisierung dessen. Und die Destruktion und die Gewalt sind Kanalisierungen der natürlichen Aggression, die Ausdrucksformen von Aggression sind. Das heißt, eigentlich könnten wir davon ausgehen, dass das Aggressive in uns permanent da ist. Man könnte also sagen, der Konflikt, den wir in uns selbst verspüren, mit uns selbst, mit den Mitmenschen, mit der Situation, die führen naturgegeben mehr oder weniger zu einem aggressiven Erleben. Und dann ist die Frage, ob diese Aggression eben, wie sie kanalisiert wird, ob sie im Politischen kanalisiert wird, im Sport kanalisiert wird, in der Kunst kanalisiert wird, sind viele Ausdrucksformen. Also nur so ein kleiner Gedanke, diese Differenzierung von der Gewalt und von der Aggression, weil die Aggression ist wahrscheinlich nichts Böses per se. Aber das wäre vielleicht auch eine vertiefende Diskussion mit der Psychotherapeuten und Psychoanalytikern. Nur so als Idee. Das Weitere vielleicht, mir hätte es sehr gut gefallen, dass die Frau Keinberger auch davon sprach, dass die Kunst nicht im leeren Raum steht. Ich glaube, die Kunst ist per se instrumentalisierbar, verführbar. Es sind viele Gedanken hier aufgetaucht über diverse historische Zeiten, von den Weidinger begonnen, über die Antike bis zum Nationalsozialismus bis heute. Das heißt, die Kunst ist nicht gut per se, die Kunst ist nicht schlecht. Es ist natürlich die Frage, was Kunst ist, das ist für mich auch eine unmögliche Frage, das überhaupt zu beantworten, das ist sehr komplex und sehr schwierig, aber sie ist gebrauch- und missbrauchbar. Das, glaube ich, darf man, muss man leider auch annehmen, das ist, wir wissen es eigentlich alle, denke ich, ist eine Möglichkeit, was mit Kunst passieren kann. So, das sind nur so ein paar Gedanken zu den Dingen, die hier passiert sind. Also ich arbeite unter anderem neben dem, dass ich in freier Praxis arbeite, in der Sexualberatungsstelle Salzburg, mit Gewaltopfern und auch Gewalttätern sexueller Gewalt unter anderem. Und da fällt mir auf, aber nicht nur bei diesen Menschen, sondern auch mit gewalttätigen Jugendlichen, mit denen ich auch unter anderem arbeite, dass die Kunstformen, die verschiedenen Arten der Kunst, sehr wohl etwas möglicherweise Kathartisches im Sinne von die Aggression zu bewältigen schaffen können. Das ist ganz, ganz positiv. Der Zugang von schwierigen, dissozialen Jugendlichen zum Beispiel zu Musiktherapie, zum Instrument, zum Schlagzeug, im Speziellen für die jugendlichen Burschen, ist eine gute Kanalisierung dieser Aggression. Und führt dann möglicherweise weniger eben zu dem Destruktiven. Und das erachte ich für sehr zentral. Und ich würde auch zum Beispiel so weit gehen, meine Erfahrungen als Vater und auch als früherer Leiter eines privaten Kindergartens, wenn 3-4-jährige Kinder mit dem Mittel der Kunst, zum Beispiel malend, mit ihren Impulsen, umgehen lernen, einen Ausdruck dafür finden können, dann ist das eigentlich schon ein Modus, um Gewalt auch zu verhindern. Das heißt aber, ich behaupte, die Prämisse ist, es liegt etwas in uns, das einen Ausdruck
sich verschaffen möchte. Und man kann es auch verschiedentlich damit bewegen, indem man zum Beispiel, indem man es akzeptiert und toleriert, dass es das in uns gibt, gibt es Möglichkeiten, besser umzugehen. Vielen Dank. Herr Stelzig, Sie sind da kurz noch angesprochen, würde ich meinen. Ja, erstens einmal vielen Dank, weil das war wirklich ein super.